Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Wir machen heute mal ein bisschen Resteverwertung. Ich habe mal wieder Lachs bei mir in der TK gefunden, so zwei Endstücke Lachs. Und dann dachte ich mir, die so zu machen, ist witzlos. Wir machen heute Pulled Lachs Burger. Und was wir dazu alles brauchen, seht ihr natürlich wieder jetzt. Also kommt mal mit. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Und ihr seht schon, die zwei Stücke Lachs sind jetzt nicht unbedingt groß und dick oder sowas, nicht so schön. Aber um Pulled Lachs Burger zu machen, glaube ich, langt das vollkommen. Dafür verwenden wir die heute. Und wir brauchen noch ein bisschen mehr. Wir machen uns noch so eine Hausfrauensoße dazu. Mit ein bisschen Cornichons, ein bisschen Dill. Wir würzen das Ganze heute mit Küstenkruste. Das geht heute schnell. Das passt, glaube ich, mega dazu. Und wir brauchen noch ein bisschen Salat und einen Apfel. Natürlich für Burger. Burger Buns, was sonst? Also, wir braten das Ganze uns jetzt erstmal in der Pfanne an. Deswegen würzen wir den Lachs auch gar nicht groß, weil wir wollen den ringsrum Röstaromen geben. Also einmal schön ringsrum anbraten und dann wandert das Ganze in den Grill und darf zu Ende ziehen. Und in der Zeit rühren wir uns dann hier unsere Hausfrauensoße an. Also, schmeißen wir den Lachs erstmal in die heiße Pfanne und dann geht's hier am Schnibbeln weiter und an der Hausfrauensoße. Also, kommt mal rüber. Unsere Pfanne haben wir schon mal auf der Sizzle Zone platziert. Die machen wir uns jetzt schon mal direkt an. Einmal an. Dann geben wir auch direkt schon ein bisschen Olivenöl rein. Und jetzt lassen wir die erstmal warm werden. Unsere Pfanne steht jetzt drauf, die wird jetzt langsam heiß. Und da können wir ja schon mal in der Zwischenzeit anfangen, uns ein bisschen was zu schnibbeln. Wir haben jetzt hier einen kleinen Bio-Apfel. Den tun wir uns jetzt erstmal entkernen. Oder erstmal in Stücke schneiden und das Kerngehäuse raus. So, unseren Apfel haben wir in Stücke geschnitten, das Kerngehäuse raus. Und jetzt schneiden wir uns das hier in so Scheiben. Und dann machen wir uns da Würfel draus. Muss jetzt nichts Filigranes sein, das tut so schon. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Apfel. So, unser Apfel ist schon geschnitten. Die Pfanne dürfte jetzt heiß sein und jetzt geht es erstmal mit dem Lachs los. So, unsere Pfanne hat gut Hitze. Jetzt geben wir hier unsere Lachsstücke rein und tun die uns scharf anbraten von allen Seiten. So, da drehen wir unseren Lachs auch schon das erste Mal. Wir wollen ihn ja nicht zu Ende garen. Wir wollen einfach nur schön Röstaromen haben. No. Gibt's das denn? So, dann lassen wir jetzt von der zweiten Seite auch nochmal schön anbrutzeln und dann wandert die Pfanne komplett in den Grill. So, unsere zweite Seite hat jetzt auch schon einen schönen Röstaromen bekommen. Jetzt gehen wir von der, machen wir die Sizzle Zone schon aus. Wir drehen den Lachs noch einmal. Und so geben wir jetzt die Pfanne in den Grill. So, unser Lachs hat jetzt schon Röstaromen bekommen. Wir haben jetzt hier unseren Grill eingeregelt. Den machen wir jetzt so auf 120 Grad. Indirekt links und rechts den Brenner an. Jetzt nehmen wir unsere Pfanne, stellen die uns jetzt hier in die Mitte und jetzt darf der Lachs zu Ende ziehen und in der Zeit machen wir uns unsere Soße fertig. So, unseren Apfel können wir jetzt eigentlich schon mal zu unserem Joghurt und unserem Creme Fraiche geben. Also hier sind gleiche Teile Joghurt und Creme Fraiche drin, jeweils 200 Gramm. Und da geben wir jetzt unseren Apfel erstmal hinein. Als nächstes schneiden wir uns jetzt hier unsere Cornichons ein bisschen klein. Dafür halbieren wir die und schneiden jetzt hier auch in kleine Würfel. So, unsere Cornichons haben wir auch schon geschnitten. Die wandern jetzt auch schon mit hier rein. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Dill. Den tun wir jetzt auch gerade noch ein bisschen feiner runterhacken. Muss jetzt nicht ultra fein sein, aber auf jeden Fall ein bisschen feiner. So, wenn der Dill gehackt ist, nehmen wir ihn auch und geben ihn gerade mit rein. Jetzt haben wir schon fast alle Zutaten drin. Jetzt kommt hier nochmal ein bisschen was von der Küstenkruste rein. Da haben wir dann auch schon Salz und alles mit drin. Auch ein bisschen Dill und einiges mehr. Wir werden den Lachs nachher auch nochmal kurz damit würzen. Dann sind wir ungefähr im gleichen. Das passt, glaube ich, mega. Also geben wir jetzt noch ein bisschen was davon rein. Also ich würde sagen, dass wir da jetzt erstmal so, ja,
3 Teelöffel dazugeben. Das rühren wir uns jetzt erstmal um und dann schmecken wir es ab. Unsere Soße haben wir jetzt soweit umgerührt und jetzt müssen wir sie einmal abschmecken. Dann nehmen wir uns nämlich hier jetzt ein Stück, wo alles dabei ist. Und einmal weg. Ein bisschen was von dem Gewürz kann noch. Kann noch ein bisschen Salz ran. Also nochmal so ein Teelöffel. Sind wir jetzt ungefähr bei 4 Teelöffel hier für die Menge. Und ich glaube, jetzt ist gut. Das lassen wir jetzt beiseite stehen. Das darf jetzt ziehen, währenddem unser Lachs zur Temperatur kommt. Also sehen wir uns gleich, wenn der Lachs fertig ist. So, unser Lachs ist fertig. Ist leider ein bisschen über die Kerntemperatur hinausgeschossen. Ich schreibe euch aber, was ihr erreichen sollt, unten in die Infobox. Leider sind wir ein bisschen drüber. Jetzt müssen wir ihn runterholen, dann pullen wir ihn und dann können wir schon Burger zusammenbauen. Jetzt haben wir hier schon unsere Zutaten liegen. Wir haben unseren Lachs, wir haben unsere Hausfrauensoße, ein bisschen Salat und unsere Burger Buns. Ist heute wirklich eine schnelle, einfache Geschichte, aber ich wette mit euch, das ist saulecker am Ende. Jetzt nehmen wir uns hier den Lachs. Und jetzt drücken wir uns den einfach hier so ein bisschen runter. So, dass er langsam zerfällt. Soll jetzt nicht zu klein werden. Soll schon noch so ein bisschen Brocken haben. Und wenn wir das gemacht haben, dann bauen wir den Burger zusammen. So, dann tun wir den zweiten auch noch pullen. Ja, fällt schön auseinander. Wo das dicke Stück ist, ist auch noch okay. Da ist er auch noch recht glasig. Ja, nicht ganz glasig, aber noch okay. Nur so weiter man hier an die dünne Stelle kommt, umso höher ist natürlich auch die Kerntemperatur. Deswegen habe ich auch mir gedacht, wir braten die Stücke lieber an, da sie sowieso nicht gleichmäßig werden, haben schöne Röstaromen durch das Anbraten dran und dann gibt das nochmal so einen richtigen Kick. Wenn wir jetzt hier fertig sind, bauen wir jetzt den Burger zusammen. So, das erste, was wir machen ist, wir nehmen uns etwas Salat und geben uns das unten auf den Burger drauf. Dann nehmen wir etwas von unserer Hausfrauensoße, gar nicht so viel. Das dient jetzt hier unten so ein bisschen mehr als Klebstoff für den Lachs gleich. Jetzt nehmen wir hier unsere Lachsstücke. Jetzt haben wir unseren Lachs drauf. Und jetzt kommt nochmal ein schöner Klecks von dieser Hausfrauensoße oben drauf. Und dann zum Schluss nochmal ein bisschen was von unserem Gewürz, also von der Küstenkruste vom Sascha. Dann einmal Deckel drauf. Und fertig ist unser Burger. So, unsere Burger sind fertig und die sehen richtig lecker aus, muss ich sagen. Jetzt müssen sie noch genauso schmecken, oder? Also, ich denke mal schon. Jetzt probieren wir das Ganze mal und ich mache das Ganze wieder nur für euch. Jetzt wird mir wahrscheinlich die Hälfte gleich entgegenfallen, so wie ich mich kenne. Einmal rein damit. Ich muss nochmal. Also ich finde, das ist eine richtig runde Sache. Dieser Lachs mit dieser angebratenen Kruste, richtig geil. Also das kommt richtig cool. Man hat so ein paar krosse Stellen mit drin, also richtig cool. Dann diese Hausfrauensoße mit dem Apfel drin und den Cornichons. So ein richtig schöner, süß, sauer, salziger Mix. Passt mega zusammen. Das Gewürz spielt natürlich auch mit. Gibt ein bisschen Kick hinten nach. Ein bisschen salzig, auch noch ein bisschen Dill drin und noch ganz viele andere Sachen. Also die Kombination aus allem passt hier auf jeden Fall. Also unbedingt mal nachmachen und wenn ihr es nachgemacht habt, schreibt es mir mal, schickt mir mal ein Bild, zum Beispiel auf Facebook. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jedes Feedback. Lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, dann verpasst ihr die nächsten Rezepte nicht. Macht die Glocke an, dann werdet ihr auch noch benachrichtigt und gebt mir mal einen Daumen nach oben. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Rezept, euer Markus von Barbecue Culture und tschüss.